Das ist der Meteor 75 HD mit dem Walksnail-System. Also ein S-Walksnail-Board, wird auch mit einem S-Akku geflogen. Hat neue 1102 18.000 kV Motoren. Die Motoren sind eigentlich wie die alten, aber oben sind die rot. Die Kamera ist vom Winkel her einstellbar. Ich habe nur eine Antenne bei dem Walksnail, ein S-Board. Und das Board arbeitet mit 3 bis 5 Volt. Das Board hat eine Sendeleistung von 25 bis 350 mW. Ich fliege den Meteor 75 mit der Fatshark HD-Brille. Hier habe ich die aktuelle Firmware und die Firmware von dem Whoop ist etwas jünger. Es wird auch angezeigt in der Brille, dass die Version unterschiedlich ist, aber ich habe da keine Probleme, keine Störungen und kann den direkt so fliegen. Zwei Akkus liegen bei mit einem Ladegerät, wo beide Akkus geladen werden und das Ladegerät wird auch zur Überprüfung der Spannung benutzt. Und beide Akkus können über das USB-C-Kabel geladen werden. Das Walksnail-Update-Kabel liegt auch bei, das heißt, ich kann das Board auch später aktualisieren, wenn es eine neue Firmware geben sollte. Zusätzlich gibt es hier solche Elemente, die man hier oben anbringen kann. Sieht zwar schön aus, aber ist ein Extragewicht. Ja, mit den Extra-Elementen wiegt er dann 1 Gramm mehr und nehme ich die ab, dann sind es knapp 40 Gramm plus ein 450 mAh Akku für 3 Minuten Flugzeit, dann bin ich bei 52,5 Gramm, was für einen Digital-Whoop ganz okay ist. Und so sieht der Meteor 75 von innen aus. Hier das Walksnail-System, was genauso aufgebaut ist wie das Originalsystem, aber ohne Kühlkörper und nur für 1S-Spannung geeignet. Das Walksnail-Board ist direkt an die Batterie angeschlossen und an die serielle Schnittstelle für die OSD-Anzeige. Das Besondere an dem Board ist hier die Express-LRS-Antenne. Die ist jetzt flach, sodass das Board jetzt für alle Bauarten geeignet ist und die Antenne nicht mehr stört. Und das Besondere an dem Express-LRS ist, das ist kein SPI-Express-LRS, sondern das ist ein eigenständiger Express-LRS, der über eine serielle Schnittstelle angesprochen wird und der auch einen WLAN-Anschluss hat. Also ich kann den über Express-LRS-Konfigurator aktualisieren, entweder über WLAN oder über die USB-Schnittstelle. Hier sieht man auch die WLAN-Antenne. Außerdem besitzt das Board eine Blackbox. Hier ist ein Speicher von 8 MB, sodass die Gyrodaten gespeichert werden. Auf dem Walksnail-System sitzen auch 8 GB Speicher. Das heißt, hier kann ich das Video in Full HD aufnehmen. Hier habe ich die Gyrodaten und so kann ich nämlich auch das Video über Gyroflow 1.2 stabilisieren. Also ich habe hier bei den 40 Gramm direkt eine Full-HD-Kamera drauf. Also benötige ich keine externe Kamera, wie zum Beispiel hier so eine Runcam Thumb. Das ist hier alles drin. Und das ist halt der Vorteil bei dem kompletten System, dass ich direkt in Full-HD aufnehmen kann. Der Meteor 75 hat 8 MB Blackbox und die Blackbox wird so eingestellt, dass man ein Achtel der Geschwindigkeit aufnimmt, also ca. 400 bis 500 Hertz und der Debug-Modus ist unbenutzt. Hier kann man den Speicher löschen, sodass man mit leerem Speicher losfliegt. Und zusätzlich in der Kommandozeile werden ein paar Befehle für die Blackbox angegeben, wo man unnötiges Logging von anderen Parametern als Gyroscope weglässt. Und das sind die folgenden Befehle. Das sind wie GPS-Dator, Motordaten, die Debug-Daten, RSSI, Batteriestatus, Daten von der Funke und PID. Die schalte ich alle aus. Die gebe ich hier ein. Und wenn ich mir die Parameter jetzt nochmal ausgeben lasse, dann sehe ich, dass hier eigentlich alles abgeschaltet ist, bis auf Gyro. Gyro-Daten werden weiterhin aufgenommen und jetzt auf Save. Neu starten. So sind die Daten schon mal deutlich kleiner. So kann ich mindestens mit 8 MB Flash bestimmt locker 53 Minuten fliegen. Mit allen Gyro-Daten reicht der 8 MB Speicher für gerade mal 3 Minuten Flugzeit. Jetzt fliegen wir mal mit dem Meteor 75 digitalem Walksnail Whoop mit der Ishintec 16S. Meine Radiomaster Carbon ist leider kaputt gegangen, weil ich einen Schalter abgerissen habe. Und mit der DJI Fatshark HD Brille.
gerade mal 50 Gramm, wird mit einem S-Akku geflogen, sollte ungefähr für 3 Minuten Flugzeit reichen. An Bord ist 8 GB Speicher für die Videoaufnahmen und der Flugkontrolle nimmt auch die Gyrodaten auf, sodass ich es sogar stabilisieren könnte. Akku rein. Ich fliege im stabilisierten Modus. Ein Roll geht, aber natürlich das Gewicht spürt man schon ein bisschen bei dem Kleinen. Also man muss ordentlich Gas geben. Wir landen den. Um auf die Daten der Blackbox zu kommen, geht mal wieder auf die Blackbox und klickt hier aktiviere den Massenspeichermodus. Und so hat man dann hier ein Laufwerk eingeblendet. In der Blackbox sind diese Dateien vorhanden. Das heißt, immer wenn ich den Akku einstecke und die Motoren einschalte, dann beginnt er in die Blackbox zu schreiben, bis ich wieder den Akku rausziehe. Und diese Datei brauche ich zusammen mit der Videodatei. Die Videodateien übertrage ich mit dem mitgelieferten USB-Kabel, der an das Avatar-Board angeschlossen wird. Dabei muss der Meteor 75 am Akku angeschlossen sein. Ich lade die Videodatei in den Gyroflow. Dann muss ich die Linse entzerren, damit ich gerade Linien bekomme, wie hier an der Tür. Suche nach der Linse. Avatar gibt es nicht. Also versuche ich mit KDX 4K. Das ist eine ähnliche Linse, die KDX Loris. Und schon sind meine Linien von den Türen alle gerade. Das heißt, die Linse ist genau die richtige. Und lade mir die Daten von der Blackbox dazu. Und muss die als nächstes auf der rechten Seite oben synchronisieren, sodass die Gyro-Daten mit meinem Video übereinstimmen. Dabei setzt Gyroflow 3 Synchronisierungspunkte in dem Video und das sollte eigentlich auf Anhieb klappen. Jetzt sind 3 Synchronisierungspunkte gesetzt und da sieht man, wenn man hier durchfliegt, vergleicht die Bilddaten mit dem Gyro-Daten und da sollte jetzt alles schön weich verlaufen. Wunderbar. Und ich kann jetzt die Daten unten hier exportieren. Das geht bei mir recht schnell. Da wird meine GPU auch unterstützt, hardwaremäßig. Wunderbar. Sollte ich zufällig keine Gyro-Daten aufgenommen haben, habe ich hier in dem Programm zumindest die Möglichkeit, die Linse zu begradigen. Also nehme ich wieder die KDX Loris Linse. Dann sieht alles schon ziemlich gerade aus. Und ich nehme das dynamische Zooming raus und setze mein Field of View etwas niedriger, weil ich möchte so ein Kinoformat haben. Also nicht 16:9, sondern mal so richtig doppelt so breit. Und dann kann ich mein Field of View auf 1,6 setzen, sodass links und rechts keine Balken sind. Und später in Videobearbeitung kann ich den oberen und unteren Balken komplett in schwarz setzen, sodass das nicht rund ist, sondern gerade. Und hier ist auch das fertige Ergebnis. Und wie man sieht, der Meteor 75 fliegt schon jetzt so sehr gut. Ohne Stabilisierung des Videos habe ich tolle Aufnahmen und kann schön durch alle kleine Lücken durchfliegen. Also mir gefällt die Videoaufnahme von dem Avatar Walksnail Board in HD und habe hier so wirklich 3 Minuten schönen Flug ohne irgendwelchen Störungen mit einem guten Empfang und in der Fetchshark Digitalbrille sieht alles sehr gut aus. Also der Beta FPV Meteor 75 mit dem Walksnail System ist super. Das einzige, was ich nur als Nachteil bei dem Avatar Board finde, ist, dass man nicht unter 3,2 Volt fliegen darf. Sonst stoppt die Aufnahme und dann ist das ganze Video nicht mehr zu gebrauchen. Also ich kann es nicht mehr wiederherstellen. Also muss man achten, dass man nicht unter 3,2 Minuten den Akku leer fliegt. Lieber sofort landen, bei 3,3 Volt die Aufnahme stoppt. Also viel Spaß beim Fliegen.